So. Bekommen immer noch Items. Wann ist denn das mal durchgescrollt? So. Das sind jetzt meine Werte. Ganz viel auf Tech gegangen. Ein bisschen Straßenschlägerei geskillt, weil ich noch eine Quest habe, wo ich Boxkämpfe veranstalten muss. Die müsstet ihr auch alle haben. Ist eigentlich relativ am Anfang, kriegt man die. Und die Zwillinge, die ersten Gegner, sind sehr hart. Und die haben mir hart aufs Maul gegeben. Und deswegen dachte ich, ich level mal auf Faustkämpfe. Das kann zwischendurch ganz praktisch sein, glaube ich. So. Dann gehen wir mal zur Hauptmission. Erstmal so weit spielen, dass wir die ganze Overworld haben. Hi Jackie. Du siehst müde aus. Sieht aus, als hättest du einen Marathon hinter dir. Ist was passiert? Jahrelange Söldnerarbeit. Und trotzdem schwitze ich wie ein Schwein, wenn Ma anruft. Sie kann nicht anders. Will sicher gehen, dass ich nicht in irgendeiner Tonne verrotte. Wie die anderen Welles-Jungs. Langsam geht mir das echt an die Nieren. Je öfter ich ihr sage, dass alles okay ist, desto mehr denke ich, ich lüge. Aber nach morgen ist das alles vorbei. Afterlife, wir kommen. Street Kid. Wir haben's geschafft. Die Oberliga. Und höher geht es nicht mehr, Jumba. Und weißt du was, wie? Wir haben's uns verdient, Chica. Bereit für dein erstes Mal? Vamos! Vamos, vamos! Warum willst du nochmal einen Spielstand laden, wo du noch nicht in Akt 2 bist? Weil Akt 1 sorgenfreier ist? Hier, so sehe ich übrigens gerade aus. Look at that butt, though. Look at my butt. Look at it. Look at my glorious butt. So. Eine Leichenhalle. Kannst du das glauben? Im Ernst, Jackie? Was? Das hast du von mir. Echt jetzt? Oh, Scheiße. Muss ewig hier sein. Ja, aber Scorpion, du musst die Story ja nicht durchrushen, nur um eine Person zu retten. Du kannst es auch einfach sein lassen. Die Person wird nicht sterben durchs Spiel. Also... Das ist ja Quatsch. Dafür musst du ja keinen früheren Spielstand laden. Und wer seid ihr, Clowns? Ich bin V. Das ist Jackie Wells. Okay. Sollte da was klingen? Wird es bald. Treffen uns hier mit Dex. Yo, Dex. Hier sind zwei, die meinen, du willst mit ihnen reden. Ja? Okay, alles klar. Er sagt, er braucht eine Sekunde. Holt euch ein paar Drinks oder so. Schon dabei, ja. Das ist es. Der Urlaub aller Zeiten. Joy, toy, toy. Das fucking Afterlife. Das Herz von Night City. Wirst du schlagen? Stell's dir vor. Susan Forest. Boa Boa. Vielleicht sogar Morgan Black. Oh, 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 Moment. Moment, die hatte ich nämlich nochmal, die hatte ich mal angemacht zum Testen. Erstmal wieder umschalten. Fiel mir gerade auf, als ich die Musik gehört habe. Hey, setz dich, ich bin gleich bei dir. Nach all dem, glaubst du das? Kann ich mich setzen? Ich will hier sitzen, nicht da hinten. Arm? Brandneuer kennt das. Armeebonus als Entschädigung. Moment. Das Land brannte, die Leute hungern. Das sind keine Holos, die sind echt da drin. Das zeigt allen, wer der Boss ist. Der alte Hataka hätte auch nackt in Meyers Büro lassen und mit seiner kleinen Reise. Ich
sag's euch, wenn man die Körnung ausmacht auf der PC-Version, sieht das Spiel nochmal tausendmal besser aus. Die Körnung macht das Spiel kaputt. Wir wissen zwar, was sie für Ausrüstung haben, aber nicht wie viele in dem Bunker. Ich mag es dann doch lieber ohne Körnung. Deine Lizenz wurde annulliert. Japantown ist für dich tabu. Du musst hier weg, kapiert? Vergesst es. Ich will jetzt mit Wakako. Charaktere haben zwar Geschlechtsteile, aber rausholen beim Pinkeln tun sie nicht. Oh, krasse Schuhe. Okay. Ja, Meeting. Okay, viel sammeln können wir hier drin nicht. Der pinkelt aus seinem Finger. Was ist er denn für ein Cowboy? Ich habe auch schon die Quest mit Hand of Blood und Gronkh gemacht. Also die Stimmen von Hand of Blood und Gronkh. Ah, das kann sein, dass der dann sein Geschlechtsteil nicht rausholt. Wegen der Nacktheit-Einstellung. Ja, die ist nicht so krass. Die haben eine sehr kleine Rolle. Und die mit Jesse Cox habe ich auch schon gemacht. Die solltet ihr aber alle machen. Das ist ganz gut, dass ich die nicht im Stream gemacht habe. Die ist nämlich ganz lustig. Problem ist, wenn ihr den Streamer nicht kennt oder die YouTuber, wisst ihr jetzt gar nicht, wovon ich rede. Endlich sind wir hier. Es sind auf jeden Fall Nebenquests gewesen hier in dem ersten Gebiet. Das ist Rogue, der beste Fixer in ganz Night City. Dachte Dex wäre der Beste. Rogue hat schon Jobs besorgt, als Dex noch in die Windeln geschissen hat. Der Laden gehört dir. Was wollt ihr trinken? Will ich was trinken? Jackie bestellt. Bestell du. Zwei Oldschool Tequilas mit dem Spritzer Cerveza und Chili Schote. Zwei Johnny Silverhands. Komm sofort. Ganz genau, Chica. Nee, an dieser Duck habe ich noch nicht bewusst gefunden. Meine hat wohl der Hund gefressen. Hat hier Tradition. Drinks sind nach Stammgästen benannt. Wie lange gibt's das Afterlife schon? Ein halbes Jahrhundert? Länger. Ich weiß aber nicht, wie viel länger. Muss der älteste Club in Night City sein. Und der am meisten respektierte. Vergiss das nicht. Was muss ich tun, damit dein Drink nach mir benannt wird? Draufgehen. Und zwar mit einem richtigen Knall. Am besten bei einem Job. Was für eine schöne Tradition. Hm. Ich glaube, sterben ist okay, wenn man dafür in die Geschichte eingeht. Musst aber erst als Legende leben. Ne? Der Tod ist nur der ruhmreiche Abgang. Auf die Söldner Oberliga. Haha, darauf trinke ich gern. Und jetzt schwubbelt wieder alles im Bild. Jawohl, weil sobald man einen Schluck Tequila trinkt, schwubbelt es instant. Klar. Ein Shot Wodka auf Eis, Limettensaft, Gingerbier, oh, und das Wichtigste, ein Schuss Liebe. Ich merk's mir. Hab gehört, ihr seid Dex neuster Fund? Nur geschäftlich. Nichts Großes. Woher weißt du das? Schon erwartet, das gehört euch zu meinem Job. Seht euch um. Was glaubt ihr, wie Söldner sich ihren Ruf verdienen? Tratschende Waschweiber. Allesamt. Hals und Bein, Bro. Danke. Was? Anise Duck gibt's erst in Akt 2? Okay. Also, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Das kann ja sein. Ich suche die aber auch nicht gezielt. Einen Streamer habe ich zum Beispiel gar nicht erkannt. Erinnert ihr euch an den Religionstypen? Der einen mit Religion zuquatscht in der Nebenstraße, der Typ mit der Brille und dem Bart? Die Gary, oder wie der hieß? Das ist auch ein Streamer. Mann, Homie, du bist riesig. Das ist Cole Carnage. Barry the Prophet, genau. Oder Gary heißt der auf Deutsch. Das ist Cole Carnage. Das ist ein amerikanischer Streamer. Meinst du, du könntest mich umhauen? Hier rein. Bist du pinche Depot. Bin ich hier rein? Was los? Musst mal pinkeln? Hier rein.
Excelsior. Die Brille da so. Kalte, harte Eddies, wie immer. Muss los. Nein, nein, auf Deutsch wird er seine Stimme nicht haben, aber die Optik hat er. Die, also optisch ist das auch, Co. Die amerikanischen Streamer sind meistens sogar optisch umgesetzt. Die deutschen YouTuber und Streamer nicht. Weil, ne, die das wahrscheinlich alle jetzt gerade während der ganzen Corona-Zeit nicht umsetzen konnten. Na, wenn das nicht Miss V ist. Die ganze Familie endlich vereint. Soll ich mich setzen? Erstens mal im Real Space. Was ist mit dem Flathead? Sehen wir uns das gute Stück mal an. Alles klar. Setzen. Macht's euch bequem. Ach, jetzt darf ich. Danke für die Hilfe beim Scav-Job. Ein paar Wichser weniger in der Stadt. Das ist gut. Die im Rathaus sollten uns die Füße küssen. Nette Kabine. Schalldicht? Jackie. Nein, Mr. Wells hat recht. Wir reden hier gleich über... Also draußen vor der Kabine habe ich ihn noch gehört. Aber wenn alle einverstanden sind, fange ich mit einer Frage an Miss V an. Evelyn Parker, wie lief es? Ganz gut, denke ich. Hab noch Chicken. Wir waren im Konfetti Plaza. Direkt drin, mit ihrer BD-Aufnahme. Mhm. Hat mir Buck schon erzählt. Also kennst du das Ziel. Yorinobu Arasaka. Der Kaisersohn. Und mutmaßlicher Erbe. Mhm. Der Mann mit dem Millionen-Eddie-Namen, ohne Talent dahinter. Evelyn Parkers spezieller Freund? Und sonst? Wollte sie nur Hallo sagen? Oder war noch was? Diese Parker... Weiß nicht. Irgendwie habe ich ein ungutes Gefühl bei ihr. Einen Abend schlürft sie Jean Paradis mit Yorinobu. Den nächsten redet sie mit Gästen im Lizzie's. Passt nicht zusammen. Fiel mir auch auf. Du meinst, wir zählen eins und eins zusammen und haben am Ende drei raus? Dann fehlt was in der Gleichung. Aber deshalb habt ihr mich. Wer euch ficken will, muss erst an Dex Deschamps 300 Pfund Arsch vorbei. Noch was? Ja, da war noch was. Parker hat mir ein Angebot gemacht. Ein Angebot? Mhm. Die Art, bei der man den Mittelsmann übergeht und alles 50-50 teilt. Was? Den Mittelsmann übergehen? Scheiße, ich lach mich schlapp. Kunden, die lernen nie dazu. Ich weiß zu schätzen, dass du mir das sagst, Miss V. Denn Vertrauen ist für weiß nicht, ob das richtig war. Einfach mal auf Decks Seite stellen. Essentiell. Auch wenn er ein Arsch ist. Anerkennung bringt keine Eddies. Und Evelyn hat uns welche angeboten. Wie hat schon recht, Dex. Keine Sorge, Leute. Dazu kommen wir noch. Lass uns den Plan durchgehen. Was hast du für uns, Dex? Das hier. Gut, dann wollen wir mal. Dex und ich haben die Details schon besprochen. Die Sache wird ein Spaziergang. Okay, dann lass mal hören. Ein Delamain bringt euch zur Vordertür des Konpecki Plaza. Mit den falschen Ausweisen könnt ihr einfach reingehen. Stellt euch vor einem Auge passiert auf einmal so Sachen. Das Hotel Subnet. Meiner und Flatheads Hilfe. Und zum Schluss schleicht ihr euch in Yorinobus Penthouse und holt den Relic. Natürlich muss das leise über die Bühne gehen. Idealerweise ohne Leichen. Am besten keine. Ihr seid die ganze Zeit mit T-Bug verbunden. Wenn ihr Fragen habt, stellt sie jetzt. Verrat uns was zu unseren Identitäten. Wer sind wir? Hallo, Ramon Victorino. Und du bist Hannah Conwell. Ramon. Was, wenn die fragen, was wir da zu suchen haben? Business. Konzernwaffendeal. Falls jemand fragt, ihr trefft euch dort mit Arasakas Verteidigungstypen, Hajime Taki. Sonst noch was? Wie kommen wir ins Penthouse? Yorinobu hat kaum Mietmuskeln. Die Penthouse Security wird das Schwierigste.
Wenn wir sie deaktivieren wollen, müssen wir Konpekis Dweller neutralisieren. Den Elite-Runner, der das Hotel-Subnet überwacht. Der Haken ist, dass wir von draußen nicht zum Dweller durchkommen. Kein Ding, ich schieße mit der Sniper einfach das halbe Gebäude, dann ist er weg. Wir sollen in einen Raum gehen, in den nicht mal du kommst? Vertraut mir, T-Bug hat bereits alle Szenarien durchgespielt und gelöst. Hier kommt der Flathead ins Spiel. Ihr müsst ihn über den Belüftungsschacht zum Dweller lenken und ihn zu einer Pause zwingen. Der Flathead bleibt dort, verlinkt mit dem Dweller. Und in der Zwischenzeit roll ich euch den roten Teppich zum Penthouse aus. Sonst noch was? Das Auto ist dein Delamain? Ist das beste Taxiunternehmen in Night City. Nada mal. Deshaun arbeitet nur mit den Besten. Und Delamain sind die Besten. Wer will schon neugierige Fahrer, wenn man stilecht mit einer sauberen KI von A nach B kommt? Wie der jedes Jahr aufs Neue an Lizenzen rankommt, ist mir ein Rätsel. Wenn alles glatt geht, bringt euch der Delamain wieder her. Und wenn's doch haarig wird, wird's Zeit für Plan B. Der da wäre? Das No-Tell-Motel. Ruhiger Ort, keiner stellt Fragen. Von dort sehen wir weiter. Aber ich bin sicher, das wird nicht nötig sein. No-Tell-Motel? Sonst noch was? Okay, ich weiß Bescheid. Perfekt. Ich habe eine Frage. Wann erfahren wir, warum wir alle hier sind? Jetzt zum Beispiel. Neue Leute kriegen bei mir 30%. Aber in eurem Fall kann ich eine Ausnahme machen. Hä? Ich gebe euch saftige 40 als Bonus für eine Ehrlichkeit wie. Dann? Klingt schon besser, Dex. Ka-ching, Baby! Eine Sache noch. Im Konpeki sind keine Waffen erlaubt. Ist wie am Flughafen. Also, lasst ihr zwei eure Bleispritzen schön im Auto und bringt den Flathead im Koffer rein. Hier sind ein paar Anzüge, damit ihr nach was aussieht. Chido! Danke, T. Ich will ja nicht ungemütlich werden, aber... Wann sehen wir unsere... Wenn der Auftrag durch ist, das brauchst du doch nicht fragen. Das hängt davon ab, wie Miss Parker ihre Rolle spielt. Schätze so in ein, zwei Wochen. Und was machen wir in der Zwischenzeit? Eier schaukeln? Ihr wartet und haltet die Köpfe unten, denn Arasaka sieht zu. Also, wie dieser Grieche sagte, das Leben ist ein Bankett. Verlassen wir es weder durstig noch betrunken. Draußen wartet euer Streitwagen. Ich bin dann auch weg. Muss das Verlinken vorbereiten, damit wir uns auch hören. Sonst noch was? Letzte Chance. Der Plan. Was hältst du davon? Bringt hoffentlich genug ein, um bald auf Kreta in der Villa zu wohnen. Ganz ohne Cyberspace. Schickst du mir eine Ansicht? Das wäre ein cooles Streamingzimmer. Nimm's nicht persönlich, aber ich werde alle Kontakte abbrechen. Geile Zauberer Dämmung Stein an der Wand. Du und Dex, kennt ihr euch schon lange? Vielleicht ein bisschen weniger Sitzgelegenheit? Naja, die Leute erzählen... Einen geilen Tisch hier hin, geilen Rechner. Alles, was wir hören, ist deine Meinung. Schalldicht. Marc Aurel, glaube ich. Wow, Dex und du am Philosophieren. Kein Wunder, dass ihr klarkommt. Nein, alles klar soweit. Dann mal an die Arbeit. Okay, können wir dann gehen? Lass uns los. Warten bringt nichts. Ja, lieber reich werden. Willkommen an Bord dieses Delamain-Dienstes. Mit Delamain vergessen Sie all Ihre Sorgen. Scheiße, darauf kannst du einen Lass im Bier holen. Vokabular wie dieses halte ich derzeit für unangemessen. Ach ja? Darf ich dich dann mal an den Junggesellenabschied meines Cousins erinnern? Solche Dienste bieten wir derzeit leider nicht an. 3 Monate hatte ich dafür gespart. Wie creepy, dass der auch im Rückspiegel einen anguckt. Los, Del. Vor Fahrtantritt muss ich die Identitäten aller Fahrgäste verifizieren. Bitte verbinden Sie... Hör auf, mich im Rückspiegel anzugucken! Das ist mega creepy. Excelsior-Paket aktiviert. Excelsior? Das wird ja immer besser. Excelsior? Ex-
Excelsior ist ein für Premium-Kunden maßgeschneidertes Paket. Top-Qualität ist eben nicht gratis. Pass auf! Delamain, Gefechtsmodus einleiten. Verzeihung, aber Sie befinden sich derzeit nicht in akuter Gefahr. Mhm. Okay. Glaub mir, der mit ne ganze Armee Saka-Ninjas nieder, wenn's sein muss. Was beinhaltet Excelsior noch? Umfassende Gesundheitsfürsorge, inklusive eines etwaigen Leichentransports, falls der Tod im Fahrzeug eintritt. Mach den Rückspiegel aus, wow. Bitte. Was für ein Downer. Ist dieser Gefechtsmodus legal? Natürlich. Er fällt unter Artikel 2 der Verfassung. An Bord sind Sie berechtigt, meine außergewöhnlichen Fähigkeiten zu verwenden. Dex knausert nicht, ha? Huh? Und dank dir kriegen wir obendrauf noch saftige 40%. Gern geschehen. Mann. Holy shit. Excelsior. Mein Anzug so. Voll fancy. Genau so fährt man direkt. Kann ich mich angucken? Holy shit. Look at me. That looks good. So. Direkt in die Oberliga. Den behalte ich. Was? Du musst echt mal chillen. Hä? Noch sind wir ja nicht da. Ich weiß nicht, Jack. Scheint mir, als verlierst du deine Bodenhaftung. Scheint mir, als hättest du irgendein Problem. Ich brauch dich mit klarem Kopf und bei der Sache. Für den Job. Dieser Kopf war in meinem ganzen Leben nie klarer. Lass mich dir was erklären. Wir nähern uns unserem Zielort. Ich habe mein ganzes Leben in der Gosse verbracht. Ich glaube, wir haben zu lange gequatscht. Also, ich habe zu langsam gequatscht. Deswegen. Bis du die Story nicht zu Ende erzählen können, glaube ich. Oh, doch. Oh, T-Bug. Hey, wie läuft's? Wir werden sehen, wie es läuft. Hey, wir sind gleich beim Hotel. Hör zu. Ich leite euch über eine verschlüsselte Direktleitung durchs Konpacki. Wie? Ruf mal Jackie an. Als Sync-Test. Sicher ist sicher. Und? Nur Rauschen. Sag mal was, Park. Die größten Verbrechen werden durch Übermaß und Ausschweifung, nicht Mangel und Not begangen. Bitte was? Aristoteles, du verstehst mich also? Ja, dich schon. Deinen griechischen Kumpel eher nicht. Klang aber echt erhaben. Du könntest ja mal versuchen, es zu verstehen. Er starrt immer noch. Was ist mit dir, wie? Ich will mehr von Aristoteles. Leckt mich, alle beide. Oh. Okay, Tech ist soweit, wie es aussieht. Será mejor que sí. Ich mag diese Instant-Übersetzung immer, wenn die ihre Muttersprache Danke, sprechen. Danke, dass Sie sich für Delamain entschieden haben. Und viel Glück. Ich warte hier auf Ihre Rückkehr. Porfin, endlich geht's los. Oh, fast vergessen. Kein Eisen, oder? Als ob ich nur eine Pistole hätte. Gehen wir. Goddammit. Warte, ich hol den Flathead. Wir sind da, Buck. Die Reservierung ist auf deinen Namen. Ramon, du willst Hadi Metaki sprechen. Militärtech-Abteilung. Papiere sind für den Flathead. Keine Sorge, ich krieg das hin. Ist das das Gebäude, wo es die ganzen Bäume gibt? Bitte treten Sie nacheinander durch. Alles klar, ho, Sir. Moment, ich hab hier was. Würden Sie mir erklären, warum Sie militärische Ausrüstung ins Konpeki Plaza bringen? Wir sind Waffenhändler. Wie bitte? Ah, Sie sind hier, um Taki-san zu treffen, richtig? Bitte entschuldigen Sie die Unannehmlichkeiten. Das dauert nur einen Moment mehr. Ich hoffe, das ist kein Nacktscanner. Bitte sehr. Danke.
Golden Boy! Du bist es! Yokoso. Herzlich willkommen im Konpeki Praza. Da ist kein R im L. Was? Warum macht die denn Praza? Es ist... egal. Wir möchten einchecken. Natürlich. Einen Moment, bitte. Auf welchen Namen haben Sie reserviert? Victorino. Doppelzimmer, 2 Erwachsene, 1 Nacht, korrekt? So ist es. Perfekt. Ich werde Taki-san über Ihr Eintreffen informieren. Shit, das war nicht Teil des Plans. Red mit ihr, Vi. Sag irgendwas. Das wird nicht nötig sein. Wir machen uns frisch und informieren ihn selbst. Aber Taki-san erwartet Sie doch, oder? Señorita, wissen Sie, wie lange wir schon unterwegs sind? 18 Stunden aus Neu-Barcelona. Mit Verspätung am Metaki, weil irgendein Cyberpsycho sich im Terminal in die Luft gejagt hat. Ach, ein Albtraum. Natürlich, ich verstehe. Sie haben die Lapis-Lazuli-Suite auf Ebene 42. Boah. Oh, eine Formalität noch. Bitte validieren Sie Ihren Zugangschip. Nach dir, Hanna. Alles in Ordnung, danke. Wir wünschen einen angenehmen Aufenthalt. Danke. Okay, gehen wir. Puh. Neu-Barcelona? Im Ernst? Improvisation. Versuch's auch mal. Was meinst du, Hanna? Hm? Ziemlich nett hier, oder? Nicht wie dieses Messehotel in Zürich. Lass gut sein, Jack, das reicht. Was denn? Ich nehme das halt ernst. Als Konzern, da kannst du die zusammenscheißen. Schön. Also, die Bestimmung des Lebensstils, also ich sag mal, der Herkunft, ist jetzt nicht so krass, ne? Aber so die kleinen Details sind doch ganz lustig. Das sind Profi-Puppen. Die Bar sieht nett aus. Wir kommen im Konpeki Plaza. Unter der Woche sind Reservierungen nicht möglich. Suchen Sie sich also gern einen Tisch aus. Oder setzen Sie sich an die Bar, wenn Sie mögen. Wenn alles vorbei ist, komme ich irgendwann mal mit Misty her. Wir könnten einen Blick wagen. Scheiße. Mit dem Koffer sehe ich aus wie ein Scheißvertreter. Ich gehe hoch. Ich will das wissen, das Tweet geht über die Drogen und die verschiedenen Gangs, cool. Und wenn ich sage, es werden Köpfe rollen, dann meine ich das genauso. Ich würde sagen, sie haben genug für heute. Die anderen Gäste werden unruhig. Gut, wenn das betrifft alle hier. Alle werden eins reinkriegen. Der Barkeeper hat recht. Du hast genug für heute. Hm, kann sein. Aber was soll man auch machen? Hey, geht schlafen. Kann aber noch gut laufen. Abend. Abend. Was darf sein, Baby? Baby? Zeig mir, was du hast. Darf ich ihm eine reinhauen? Sicher. Du hast nichts Tolles. Lass mich gehen. Ein Bosch, ein Manet, 2 Basquiat-Miniaturen. Nur Klassiker. Alle durch ein Loch in der Station ins unendliche Weltall. Jeder, der in Night City was auf sich hängt, wird auf meiner Yacht. Der Fokus der... Kann man den auch feuern lassen für das Baby als... Privatjet aus Seattle. Ziemlich schick. Ich weiß das zu schätzen. Muss oh mein Gott, gut, dass ich nicht Konzerner genommen habe. Die sind ja schrecklich. Oh mein Gott. Hm.
Oh, ich muss niesen. Bitte nicht. Konzerne sind mir zu clean und die flexen zu viel. Du arbeitest gar nicht. Dein Computer ist gar nicht an. Ja? Ja? Guten Tag. Hallöchen. Ihr Blick ging durch mich durch. Warte, Jackie. Ich guck noch ein bisschen. Kann man Sachen klauen. Manchmal. Nein, ich will nichts kaufen. Warum sind alle hinter mir her? Die in den Schuhen rennen. Holy shit. Wir sind im Zimmer. Ziemlich schick. Schade, dass wir nicht übernachten. Gute Wahl, Bug. Schick war nicht der Grund. Von dort ist es nur am nächsten zum Dweller und den Server. Si, si, me acuerdo. Mach den Flathead an und such den Schachtzugang. Hm. Klingt einfach. Einfach ist oft am schwersten zu meistern. Aurelius? Aristoteles? Wer ist es diesmal? 100% Tiger. Willst du mein fancy Business Outfit sehen, was wir jetzt haben wegen der Mission? Wo ist der Schacht? Boote den Scanner. Sieh dich um. Wo kommt diese Hand immer her? Scanner nach einem Einstiegspunkt für den Flathead. Okay. Ich bin Watch Dogs. Yay. Bin mit. Systeme laufen. Ladung bei 100%. Ihr da. Der Kleine steckt fest. Vom Anstarren wird nichts besser. Ihr müsst auf manuellen Betrieb wechseln. B, nimm Jackies Kontrollsplitter. Ich verlinke deine Kiroshis mit den Kameras. Dann kannst du den Bot lenken. Nimm die Kontrollsplitter, was? Welchen? Hast du den? Ah. Hier. Na dann.
mit Kameravieh. Könnte dein Hirn etwas verwirren, aber das vergeht. Eieiei. Okay, hab klare Sicht. Man darf die Leute nicht aus den Wohnungen. Auf zum nächsten Schacht. Ah, okay. Arasaka übernimmt die Kosten. Da. Für alle etwaigen Strafen. Es geht doch nicht ums Geld. Es sind Wahlen. Wie steht Bürgermeister. Ah ja. Man wird sagen, ich habe die Kontrolle verloren über Watson. Meinen Bezirk. Eine Woche. Mehr können wir nicht versprechen. Wir versuchen es. Mehr kann ich nicht versprechen. Roboter ist voll gruselig. Okay, Flathead ist drin. Patche dich zur nächsten Kamera. Wieso bist du so sicher, dass es für dich war? Weil drauf stand, Buck? An das nette Hausmädchen, Problem. Das ihn findet. Was denn? Und drin, das Zimmerservice ist im Weg. Ich lenk sie ab. Aber was haben wir denn im Subnet? Okay, schon dabei. Wo bleibt da bitte die Gerechtigkeit? Holoprojektor vielleicht? Nein. Wie wär's mit dem Fernseher? Ich sage, such weiter. Ha? Wer? Das Terrarium hat einen Temperaturregler. Sehr gut, ja. Verlinkt den Flathead damit. Der Kerl, der im Penthouse wohnt. Yorinobu Arasaka? Dass der auch keine Druckspuren auf dem Bett hinterlässt. Er mag in teuren Anzügen stecken, aber sein Schwanz steckt immer woanders. Bitte was? Na und? Bei dem Sacker sag ich nicht nein. Schätzchen, nimm dir lieber das Glas vor. Du machst überall Schlieren. Cats, irgendwas ist mit dem Terrarium. Buck, es hat geklappt. Meine Güte. Das war noch hast gar du eine Ahnung, was diese Dinger kosten? Weiter jetzt. Keine Zeit für Schmeicheleien. Lauf, Robi, lauf. Ich hab schon gescannt. Geh rein. Okay. Der Dweller ist hinter der Tür. Flathead kann sie öffnen. Wo ist Flathead? Ach da. Sieht aus, als hätte er Probleme. Shit. Es muss noch einen Weg geben. Moment. Auf der anderen Seite ist noch eine Kamera, aber die ist aus. Soll ich sie anschalten? Ja, sieh dich nach einem CCTV-Port um. Ah ja. Okay, bin dabei. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Dweller ist drin. Wie geplant. Komisch, dass das Hotel nur einen Runner hat. Lieber ein guter Dweller als 10 gewöhnliche. Flathead sollte ihn neutralisieren können. Guter Gedanke. Ich lege einen Demonoid auf die Verbindung. Du weißt, du musst den Flathead direkt mit seinem Stuhl verlinken, oder? Ich mach sowas nicht zum ersten Mal. Okay, geschickt. Zuerst muss der Flathead aber da rein. Ich glaube, der Schacht verläuft zwischen den beiden Zimmern. Finden wir es raus. Jetzt schalt zur anderen Kamera um. Hab vielleicht einen Weg rein. Schick den Flathead darüber, dann wechsel zur zweiten Kamera. Das war jetzt aber schwer. Das hätten wir nicht so ausprobieren können. Der hätte auch nicht so reingehen können. Flathead mit dem Stuhl verlinken, wie? Der Flathead bleibt, oder? Er behält den Dweller im Auge.
Ich gehe in Compeckys Hauptnetz rein. Du, lock dich aus. Okay. Así es como se hace. Wie geht's dir? Ich hab ein Virus. Gut. Bisschen schwindelig. Hallo, sonst geht das nichts weg? Buck, sind wir noch im Zeitplan?